Am Flughafen gelten erhöhte Sicherheitsbestimmungen. Und dennoch lauern hier Gefahren. Diese Schalbesitzerin steckt in der Klemme. Ein Fall für unser Einsatzteam. Wir haben ein gewaltiges und ganz schön schweres Problem. Doch die Dame ist in Not, also müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Aber wie sieht der richtige Hebel aus? Und wo setzen wir ihn an? Ehrlich gesagt, wir haben keine Ahnung. Ein Versuch. Die Kerle merken gar nichts. Und die Bank hebt sich keinen Millimeter. Vielleicht ist unsere Hebelseite, die wir runterdrücken, zu kurz. Wir ändern die Verhältnisse. Das war's. Der Dreh- und Angelpunkt entscheidet, ob sich was hebt. Er bestimmt die Hebellängen. Rettungsmission erfüllt. Oder doch nicht? Was ist los? Der Schal klemmt schon wieder fest, aber diesmal richtig. Wir fordern Unterstützung an. Ein richtig langer Hebel muss her. Die Kollegen haben alles Notwendige mitgebracht. 20 Meter misst die Hebelstange auf unserer Seite. Das klingt vielversprechend. Es hat funktioniert. Ein einzelner Mann, nur mit einem Hebel bewaffnet, hat einen ganzen Sattelschlepper gehoben.